So Leute, Part 23 zu Jack 3 und hier wimmelt das schon von diesen Mistviechern. Ja, einmal aufräumen bitte. Sehr schön. Wir wollen den Metallschädelkristall jetzt nicht haben, wir wollen hier schnell rein. Die kommt immer wieder neu. Wir wollen mal gucken, was das hier gibt. Licht und ergreifend. Ja, dazu müsste ich aber erstmal hinkriegen, wieder die volle Kontrolle über dieses Teil zu erlangen. Ach, der sieht aus wie Nautilus. Aber die hatten wir doch schon mal. Wo wir in der Wüste waren. Ach, absteigen ist ja doof. Ja, ich würde sagen, einfach blind überall hin, wo die sein könnten oder sind. Ich glaube, hier gibt es keine Taktik. Das ist einfach alles abgucken, was irgendwie lebt. Okay, hier hinten sind keine mehr. Hätte ich nur mal einen Blick auf die Karte werfen müssen. Dann hätte ich das auch festgestellt. Ach, die leben ja doch nicht mehr. Okay. Rein theoretisch müsste ich hier aber nochmal zurück. Und dann müsste ich mir hier eigentlich nochmal die Energie abholen. So. Und jetzt hier nochmal rein. Und hier nochmal lang. Bam. Dieses Bam haut's auch raus, ne? Zack. Oh, jetzt aber hier. Na, das wollte ich zwar nicht, aber war gar nicht so schlimm. Ups. Weil wir hier eh lang mussten. Da oben waren ja eben sowieso keine mehr. Also spielt das auch keine Mandoline. Hier oben sind welche. Hier hinten waren doch auch. So. Hier sind noch welche. Gib ihm. Oh, der war gut. Und dabei weiß ich nicht mal, was ich gedrückt habe. Ich dachte jetzt tatsächlich, da könnten Precursor Orbs drin sein. Aber waren es gar nicht. Okay. Da kommen wir so nicht hin. Müssen wir eben einmal außen rumfahren. Müssen wir hier hoch, ne? So. Genau. Ey! Oh wow, ein bisschen spät, ne? Und jetzt hier aber. Bam.
So, wo sind die Viecher? Hier hinten. Wir haben auf jeden Fall nicht mehr viele hier, die wir erledigen müssen anscheinend. Weil die fast weg sind vom Leben her. So, müssen wir nur mal gucken, wo wir da jetzt... Wie kommen wir denn da hin? Zeig mal die Karte. Okay. Also durch den Fluss. Aber wir müssen da hinten noch hin. Hier sind noch welche. So. Weg damit. Und jetzt hier einmal kurz den Fluss folgen. Genau, gehen wir hier lang. Okay. Ja, manchmal verschwinden die halt direkt, ne? Obwohl man sie nicht erwischt hat eigentlich. So. Haben wir hier noch vielleicht Precursor Orbs? Ne, Munition und Leben. Auch nicht verkehrt. So. Und einmal Schwung holen. Okay. Das war ein bisschen doof. So, und gib ihm. Bam. So, jetzt sind es ja aber die letzten. Viele sind es jetzt hier nicht mehr. Das sind nur die paar Dinger hier. Ach, die sind doch weggegangen. Guck mal, das meinte ich. Das ist nicht immer so. Manchmal bleiben die. So. Die letzte. Jawohl. Jawohl, Schulterpanzerung haben wir. Sieht gut aus. So, und nun kommt bestimmt gleich hier so ein kleiner Roboter oben hin und dann wird uns gesagt, was wir machen sollen als nächstes. Aber ich glaube, Mission haben wir noch keine, ne? Doch, töte dunkle Pflanzen im Wald. Haben wir aber gerade getan, also rein theoretisch sind wir durch. Ach so. Und jetzt gehen die anderen auch höher. Wahrscheinlich. Jack, das sind vier wichtige Energieverteiler. Wenn die zerstört werden, werden einige ihrer Schutzschilde vernichtet. Bring unseren Sprengexperten Jinx zu den Verteilern und gib ihm Deckung, während er die Ladung anbringt. Dann kann er sie sprengen. Du kennst doch Jinx noch. Er wartet draußen im Fahrzeug. Freundliches Sprengen. Okay. Wo ist denn draußen? Draußen ist oben rechts. Gucken wir mal. Hier, ne? Genau hier bin ich stehen geblieben, als ich damals das letzte Mal gespielt habe, hier auf der PlayStation 3. Genau hier. Ja. Ich weiß hey, nämlich jetzt schon wieder, bist du bereit für die Action? Was jetzt kommt. Am besten ist, man ignoriert die hier alle und fährt einfach raus. Oder fliegt raus, wie auch immer. Ansonsten kommst du hier nie durch. Weil die alle wiederkommen, die Viecher.
das Beste, was wir machen können, das ist tatsächlich hier mit dieser Waffe stehen und ihn verteidigen. Ja, geil. So verteidigen wir ihn auf jeden Fall nicht optimal. Wir müssen jetzt halt schlichtweg die Precursor Orbs, ach Quatsch, die Metallschildkristalle erstmal ignorieren, weil ansonsten kommen wir hier nie durch. Ja, auf jeden Fall erstmal ignorieren. So, wenn jetzt Metallschildkristalle hier dicht runterfallen, dann können wir die auch mitnehmen. Aber groß weiter weggehen ist nicht so clever, weil die auch hinter uns spawnen. So. So Leute, an der Stelle würde ich sagen, wir haben fast unsere 12 Minuten erreicht. Ich würde sagen, wir machen hier entspannt im nächsten Part weiter und ja, wir speichern hier mal durch und gucken mal, auf wie viel Prozent wir jetzt sind. 54 wollen wir überschreiben hier. Gucken uns das nochmal an. 54, 94 Precursor Orbs haben wir aktuell. Wie viel haben wir denn insgesamt gefunden schon? 173. Von 600. Es ist halt noch ein Mäusefurz im Vergleich zu dem, was wir noch offen haben. Das ist eine Menge. Ja. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, wie gesagt, machen wir im nächsten Part hier weiter in alter Frische. Seid auch dann wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tracer.